Wir hatten in der Spitze 38 Grad. Leck mich an Arsch. Lecko Pfanni, ja. Tauwetter für Dicke, ey. Habe den. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblingspodcast. Die DAW-Versteher melden sich nach einer etwas längeren Pause wieder. Wir waren jetzt 3 Wochen nicht online und dadurch verschiebt sich der ganze Zyklus ein bisschen. Aber ich bin froh, dass ich endlich wieder hier sein darf im Pantheon der deutschen Mastering-Szene, im Storia Mastering-Studio. An meiner Seite die goldenen Ohren von Holtwig, mein Freund Björn Schlüter. Schön, dass ich da sein darf. Es ist so schön, dass wir endlich wieder eine neue Folge für euch, mit euch und natürlich mit meinem ganz, ganz lieben südafrikanischen Freund, dem Wörterbuch der deutschen Tonstudio-Szene, Jonas Wagner, heute endlich wieder hier angereist, seit einigen Stunden erst sozusagen wieder im Lande. Mehr oder weniger, genau. Tatsächlich. Ich bin auch noch frisch gebräunt, wie man hier so ein bisschen sehen kann. Ja gut, aber neben mir sieht auch jeder gewissermaßen braun aus. Das müssten jetzt die Leute auf Spotify und Apple Music uns einfach glauben, dass es so ist. Alle anderen sehen es. Ja, es ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig, tatsächlich nach Deutschland wiederzukommen, vor allem wenn man aus einem Land wie Südafrika kommt, wo wirklich, es ist unfassbar. Es ist, ich habe es betitelt mit der Bezeichnung das Land der großen Kontraste. Und es bezieht sich nicht nur auf die Hautfarbenkontraste, die natürlich da ganz extrem sind zwischen den Weißen und den Schwarzen oder People of Color, wie man heutzutage sagt. Ist ja auch nicht nur so positiv war in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten in Südafrika. Ja, aber was mir darüber gekommen ist, ist eine unglaublich große Freundlichkeit und Höflichkeit in dem Land. Und zwar egal, wer da ist, weiß, schwarz, braun, sag was, irgendwas dazwischen, egal, vollkommen, alle haben so ein Vibe, so eine Freundlichkeit, die dich einfach mitreißt. Weißt du, wenn du jemanden triffst, fragt er dich, hey, wie geht's dir? Und das passiert ja zwar in Deutschland auch, aber in Südafrika hast du den Eindruck, dass den halt auch interessiert. Also du sagst dann, ja, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. So, ja. Aber nicht irgendwie, ja, muss, so wie in Deutschland, ne? Sondern, nee, mir geht's auch gut und so weiter. Und dann sagt man sich noch ein paar nette Wörter. Ja. Immer irgendwie, also egal ob arm, reich, wie auch immer, man sagt sich immer ein paar nette Wörter und du stellst sofort fest, okay, hier ist ein anderer Vibe. Ist auch ein anderes Tempo natürlich da, ne? Also in Deutschland ist ja, Deutschland, England und Europa hat ja sowieso so sein eigenes Tempo irgendwie. Ich rede auch gerade sehr, sehr schnell, fällt mir gerade ein. Das war jetzt, glaube ich, der gute Kaffee, den wir in der Tasse haben. Aber ich sag mal, wenn man jetzt an Südafrika denkt, dann denkt ja so der durchschnittliche Deutsche vor allem halt so, ja, Südafrika, Fußball-WM vor ein paar Jahren. Ja, tatsächlich. Was sogar gut war, tatsächlich, weil ich habe. Ich denke da vor allem an diese komischen, wie sehen wir nochmal? Vuvuzelas, genau, die man da auch sogar noch kaufen kann, tatsächlich. Also es hat für die Infrastruktur da einiges gebracht, auf jeden Fall. Ne? Also das ist, kann man schon so sagen. Wir sind auch durchs Land gefahren, haben so verschiedene Stadien auch gesehen, die da auch immer noch stehen, noch genutzt werden, was gut ist, im Gegensatz zu anderen Fußball-Weltmeisterschaften, wo die Stadien danach wieder abgebaut werden müssen, weil willst sie nicht du da genutzt auf werden. Etwas anspielen? Nein, ich doch nicht. Ich weiß doch, was Gianni Infantili sich da ausgedacht hat, keine Ahnung irgendwie, aber. Ich habe vor kurzem ein schönes Bild gesehen, als in der Winterpause noch Hallenmasters gespielt wurden, wo dann die Stars um, keine Ahnung, Mario Basler und Olaf Thon und so noch in der Halle im Winter gespielt haben. Schön. Ja. Und mittlerweile wird zur gleichen Jahreszeit dann eine WM veranstaltet, aber gut, das ist ein. Ja. Ja, aber in dem Zusammenhang, wo wir gerade bei Fußball sind, können wir einen schönen Gruß in den Himmel schicken, nämlich Andi Bremer hat uns verlassen. Andi Bremer. Und viel zu früh natürlich mit 63 Jahren, deswegen unser Gruß an Andi Bremer und danke für das Tor. Ja, das war ja so ein bisschen vor meiner Zeit. Ja, du bist ja noch so jung. Ich vergesse so jung das immer, dass du so unfassbar jung bist. Weiß ich natürlich als Fußballinteressierter. Ich weiß natürlich, dass er diesen Elfmeter 1990 da verwandelt hat, aber irgendwie ist Andi Bremer gar nicht so eine Figur. Ist nicht so wie Fritz Walter, wo man sagt. Ja, oder Beckenbauer jetzt oder so, der natürlich auch noch viel länger, klar, Bremer war auch, ich glaube, der war dann noch, habe ich irgendwie gelesen, Co-Trainer, glaube ich, bei Stuttgart irgendwie eine Zeit und weiß ich nicht, was er noch alles gemacht hat. Aber er war halt nicht so krass im Vordergrund, in der Öffentlichkeit, wie jetzt eben am Mann Beckenbauer oder. Der war nie so extrovertiert, ne? War halt einfach ein Fußballspieler, der sein Tor gemacht hat. Ne? So, seine Karriere war übrigens im Gegensatz zu der von Mario Götze danach noch nicht ganz zu Ende. Ja, ich meine, der blüht ja zumindest Mario wieder ein blüht kleines wieder bisschen in Frankfurt. Übrigens, wir trinken hier ein leckeres Tröpfchen, weil du hast da was importiert. Genau, also ich habe tatsächlich Kaffee mitgebracht aus Südafrika. Der wächst da zwar nicht, also die Bohnen kamen dann auch aus Südamerika.
Amerika, ne? Okay. Aber wir waren in so einer, Brauerei, wollte ich fast sagen, in einer Rösterei, auf so einem tollen Landgut, das hieß Babylons Touren heißt das, eigentlich so ein Weingut mit angeschlossenem Garten, ist so ein Besitz von so einer Millionärin, die einfach da sich das lecker gemacht hat, würde man im Rheinland sagen. Die hat euch sagen, mal eingeladen. Ne? Nee, da kannst du hinkommen und da gibt's auch, da kannst du jede Menge Dinge kaufen, die bauen biologisch nachhaltig an und so weiter. Mhm. Ein riesen Garten drumherum gebaut, Babylons Touren, da würde man hier eine Bundesgartenschau von machen, von so einem Garten. Doch, Weinchen getrunken da? Nein, ich habe keinen Wein getrunken, weil ich den nicht vertrage. Hat auch meine südafrikanische Familie ein bisschen entsetzt, dass ich keinen Wein getrunken habe. Aber tatsächlich habe ich dann gedacht, da bringe ich uns ein Käffchen mit. Und das ist ein feines Tröpfchen, was wir in der Tasse haben. Ne? Also wir haben ja schon ein Schlückchen mal genommen. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker, muss man sagen. Mhm. Also nehmen wir auch gleich noch einen von nach, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr wenig Säure, habe ich so das Gefühl. Ja. Ne? Sehr, sehr mild. Sehr rund. Total, total nett. Aber du merkst schon, ich bin total viel rumgekommen und ich habe viel gesehen. Ich bin zunächst in Johannesburg gewesen, wo auch meine Verwandtschaft wohnt. Und habe dann erstmal überhaupt, ich wusste, dass ich Verwandtschaft da habe, habe die jetzt erstmal alle kennengelernt und so weiter. Fantastische Menschen, Grüße gehen raus an Johannesburg und die Familie Claire in Johannesburg und Angeschlossene. Also du hast sie da wirklich zum ersten Mal kennengelernt? Oder persönlich, hast du, persönlich kennengelernt. Telefoniert oder ja, so? Ja, hat man schon mal so, aber dann, dass du dann so in direkten Kontakt kommst mit denen, schon faszinierend. Und es ist auf der einen Seite, wie gesagt, die große Freundlichkeit und so weiter, aber ich sage ja schon, das Land der Kontraste, ne? Wenn du dann so durchfährst durchs Land, du fährst an den großen Townships zum Beispiel vorbei, wo du dann denkst, boah, eine Wellblechbude neben der nächsten irgendwie und wild verdrahteter Strom und so weiter. Dann gibt es das sogenannte Load Shedding gibt es in Südafrika, da wird einfach für 2,5 Stunden der Strom abgestellt. Also gibt es zwar eine App, wo drin steht, hier Bereich Johannesburg, da und da, von 17 bis 19.30 Uhr kein Strom oder so. Aber die haben einfach zu wenig Kapazität auf den Kraftwerken. Und wenn es dann heiß wird, dann gehen überall die Klimaanlagen an, zumindest bei den Leuten, die sich das leisten können. Ja. Ne? Und diverse andere Dinge, unter anderem Electric Fences habe ich gesehen. Jedes Gelände ist eingemauert, also die Townships nicht, ist klar, ne? Aber überall, wo Leute, die sich das leisten können, ich sage jetzt mal nicht, also unabhängig von der Hautfarbe, Leute, die sich das leisten können, wohnen in so Bereichen, wo außenrum eine Mauer drumrum ist, das ist vorne ein Tor mit einem Einlass, mit einer Schranke und so weiter. Drumrum ist auf jeden Fall schon mal Electric Fencing, also elektrische Zäune oben auf den Mauern nochmal drauf, sodass du nicht drüber, oder Widerhaken oder beides oder Stacheldraht und dann innen drin in diesen Geländen, in diesen Bereichen, wo die dann wohnen, hat jedes Haus aber nochmal seine eigene Mauer, nochmal Electric Fence, nochmal eine Tür, die eigentlich, also du bist in einem Land der großen Paranoia, wo du denkst, okay, haben die hier wirklich so viel Kriminalität oder haben die sich da mittlerweile so dran gewöhnt, sich so einzumauern, dass es einfach zum guten Ton dazugehört, so wie in Griechenland. Weißt du, in Griechenland, wenn du ein Grundstück kaufst, dann machst du erstmal eine Mauer drumherum, eine Sandsteinmauer, weil in Griechenland gibt es Sandstein. So, dann ist bevor der Grundstein gelegt wird, ist schon mal eine Sandsteinmauer drumherum. Ne? Aber die ist halt nur einen halben Meter hoch oder sonst was. Ja, da geht es halt mehr so darum, um das einzugrenzen. Und sozusagen, hier wird jetzt demnächst gebaut. Ne? Nee, da tatsächlich Mauer mindestens 2 Meter hoch, nochmal Electric Fence 4-5-lagig oben drüber, so wo du wirklich denkst, du bist in einem Hochsicherheitstrakt. Mhm. Also bei uns in Wolbeck wird gerade das neue Gefängnis von Münster gebaut und da würde wahrscheinlich eine ähnliche Anlage stehen, wie die da an jeder Ecke und an jedem Ende steht. Wo das auch so ist, ist Mexiko. In Mexiko ist es genau so. Auch ähnlich. Wobei in Mexiko tatsächlich noch mehr Polizei unterwegs war als in Südafrika. Mhm. Und insgesamt wirkte Südafrika, also zum Beispiel verkehrstechnisch, deutlich strukturierter und weniger chaotisch als zum Beispiel asiatische Länder, in denen ich gewesen bin. Man merkt schon, ich bin ein bisschen rumgekommen. Ja. Ne? Also oder auch Bali auch strukturierter als Italien vielleicht? Na, Italien ist ja das wichtigste Mittel der Fortbewegung, das Hilfsmittel bei der Fortbewegung ist ja die Hupe. Wer am lautesten Hut hat, Vorfahrt, genau. So, genau. Wo ich dann immer schon sage, Hupe geht, mach mal Licht. So, ne? Vor allem, das wäre für mich tödlich, weil mein Auto hat die lächerlichste Hupe des Jahrtausends. Aber müsstest du doch die lauteste Hupe haben als Mastering Engineer. Nee, aber ich habe ja jetzt kein kleines Auto, ne? Ich habe ja ein Kombi, also ein Toyota Corolla Hybrid als Kombi. Und ich habe ehrlich gesagt, wenn du jetzt ein Auto kaufst, gibt es Leute, die dann irgendwie die Hupe testen? Ich weiß es nicht. Ob die gut ist und vor allem, wenn die nicht gut ist, lässt du den Wagen dann wieder zurückgehen? Ja, keine Ahnung. Und ich weiß gar nicht, wo wir hingefahren sind. Johanna saß auf jeden Fall neben mir. Wir sind irgendwo hingefahren und irgendwie wurde ich voll geschnitten auf der Autobahn. Es war wirklich sehr knapp. Ja. Und dann ich war so völlig wütend entrüstet. Rauf auf Mensch, den. Mensch, du Assi! Und dann, und dann so, ach du Jemine.
Wie peinlich war das denn? Ich so bei so einem Ford Temo, der so. Eieieiei. Da habe ich nur gedacht, okay, die Hupe wird auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr betätigt. Ja, ja. Und du nimmst dann den Fuß vom Gas und hinter dir so ein LKW. Das war auf jeden Fall höchst peinlich. Aber zurück zu Südafrika. lass uns nicht über lächerliche Hupen sprechen. Naja, also wie gesagt, das Land der irre großen Kontraste, ja, in jedem Bereich, arm, reich, sag was. Hast du ja auch Kultur gemacht, so Kultur im Sinne von Musik auch irgendwie? Oder ja, so? Ich habe Kultur gemacht dahingehend, dass da wirklich überall der Geist von Nelson Mandela mitschwingt, auch wenn dieses Land wirklich hochkorrupt ist mittlerweile. Also die Südafrikaner sind so... Die sind so desillusioniert, und zwar alle auch wiederum, ne, so desillusioniert und so sarkastisch ihrem Land gegenüber mittlerweile schon. Ja. Ganz viele, die können verlassen das Land, weil sie einfach keinen Bock mehr auf die Sicherheitssituation haben, auf das Loadshedding, wo der Strom ständig weggeht und so weiter. Auf die Tatsache, dass auf der einen Straßenseite der Strom weggeht, auf der anderen aber nicht, weil auf der anderen wohnt einer, der in der Regierung ist und bei dem geht dann der Strom nicht weg. Ein Schelm, der da Komisches überdenkt und so weiter. Also ein riesiger Sarkasmus dem eigenen Land gegenüber. Auf der anderen Seite bei den jungen Leuten aber so eine Aufbruchsstimmung, weil es immer besser wird. Die Townships werden mehr und mehr zu Township Settlements, wo dann die Regierung Häuser baut, wo dann also quasi die Leute aus den Wellblechbuden da umgesiedelt werden, sodass alles ein bisschen, also es braucht jetzt noch 3-4 Generationen, schätze ich mal, und dann können und das ist das weitentwickelste Land in Afrika, das darf man auch nicht vergessen, klar, bei der ganzen Geschichte. Ne? Dann die Straßen, vor allem wenn du da im Inland bist, sind sehr kaputt, werden zwar repariert, aber da gibt es Pothole-Alarm, also Potholes nennen die das, Schlaglöcher, wo in Deutschland eine Straße komplett dicht gemacht werden würde, dürfte gar keiner mehr entlang fahren. Und dann machst du so einen Slalom quasi so zwischen den einzelnen Potholes, muss gucken irgendwie. Und dann bin ich an einer Stelle, bin ich auf der Autobahn von in Deutschland würde man erstmal ein Schild aufstellen. Erstmal ein Schild würde aufstellen. Man Schild aufstellen. Ja, Achtung, muss, Schlaglöcher. Aber Achtung, das richtige Schild aufbauen. Ne? Ja, dann bin ich von der Polizei irgendwann auf der Autobahn war ich unterwegs und da stehen immer mal so Polizeikontrollen und die winken dich dann raus. Also vor allem winken die normalerweise LKW raus oder überladene Taxis oder so. Aber da stand einer und wank so raus. Wunkte so raus. Und ich, Rechtsverkehr und obrigkeitsgetreu als Deutscher natürlich, wenn dich die Polizei rauswinkt, fährst du raus und will so rausfahren und übersehe beim rausfahren, dass die Asphaltkante quasi 30 Zentimeter bup, abreißt irgendwie. Mit meinem Polo also das eine Rad schon runter. So auf dem Asphalt. Den ganzen Unterboden irgendwie höre ich schon irgendwie und steckte fest. Dann winkte die mich weiter raus irgendwie und hatten sie aber festgestellt, dass das irgendwie nicht so ganz cool war, was sie jetzt mit mir gerade gemacht haben, mit dem Rauswinken und so weiter. Wir haben sie gar nicht rausgewunken. Also sie hätten gar nicht anhalten müssen, sagten sie dann plötzlich. Und meine Verwandte aus Südafrika, die sagte, ja klar, die wollen jetzt nicht verantwortlich dafür sein, wenn bei dir was kaputt gegangen ist, so nach dem Motto. Ne? Und du sagst, okay, alles klar, ist aber auch interessant hier, die ganze Geschichte. Also, wobei, das würde ich, würde ich jeder Polizei zutrauen, dass sie dann sagen, also jetzt unabhängig vom Land, dass sie dann sagen, nee, da haben wir sie nicht rausgewogen. Ja, ich habe nur festgestellt, dass der Polo das denkbar ungünstigste Auto da ist in Südafrika. Du brauchst also irgendwas, was mindestens 30 Zentimeter höher liegt, irgendwie, ne? Damit du da halbwegs gefahrfrei. Straßen, da fällt dir nichts bei ein. Wir haben die dann Wellblechstraßen immer genannt, weil du fährst da drüber, so Sandstraßen, Sandpisten, wo du und dann so eine Stunde Wellblechstraße, da bist du echt weich. Ja, aber glaubt man, die Straße ist schnurstracks gerade. Also in Mexiko haben wir das auch schon gehabt. So Straßen, die wirklich auf 15 Kilometer kannst du schon sehen, wo du in einer halben Stunde sein wirst. So. Unfassbar, was du da an Metern machen kannst. Ja. Wir haben einmal knapp 800 Kilometer gefahren und in Kapstadt haben wir dann über 600 Kilometer gefahren. Da gibt es die Garden Route, so eine schöne Straße. Also viel erlebt, viel gesehen, Tiere in freier Wildbahn gesehen. Ich habe einen Hippo gesehen, einen Hippopotamus. Mhm. Direkt wie der Bulle so aus dem Wasser rauskam, irgendwie keine 200 Meter von uns entfernt. Ich habe 20 Meter vor einer Gnu-Herde gestanden. Ich habe 50 Meter entfernt von Giraffen gestanden. Okay. Und allen Zwiggi und Zuppi, und du siehst da vorne, siehst du Giraffen, guckst nach unten auf den Sandweg und da siehst du so einen Pillendreher. Kennst du diese kleinen Käfer, die immer so eine dicke Kugel drehen? Die sammeln Mist ein und drehen dann so eine Kugel und drehen die mit den Hinterfüßen vor sich hin. Zeige ich dir gleich mal. Für alle anderen, also das hieß dann from the tallest to the smallest, also von der Giraffe zum Pillendreher. Unfassbar. Naja, und dann waren wir halt mit meiner... Mit Tante Irmi unterwegs. Tante Irmi ist halt unsere Anschlussperson da quasi in Südafrika gewesen. Tante Irmi hat uns das Land gezeigt. So kleiner Crashkurs Südafrika.
Und Tante Irmi ist aber mitteilungsbedürftig. Also sie redet gerne. Ja, okay. Ne? Also das weiß sie auch. Also die geborene Reiseführerin. No offense, würde man sagen. Ne? Aber die geborene Reiseführerin. Und dann waren wir halt in Sebula. Das ist so ein Resort, so ein Wildresort. Sie nannte das den Busch. Und das ist auch der Busch. Da haben wir auch viele Tiere gesehen. Aha. Und da gibt es aber dann wieder Kontraste. Ne? Mitten im Busch gibt es einen Golfplatz. So. Also wirklich, wo du sagst so, hallo, hier so wirklich total Golfplatz. Ja. Aber konnte man halt schön nachmittags, konnte man sitzen, Käffchen trinken und so weiter. Und Tante Irmi hat dann aber nicht gezögert, der einen Bedienung mitzuteilen. Da war so ein Gitarrist, der spielte so Dudeli-Dudeli vor sich hin, war wirklich schwer zu ertragen, weil der eben nicht Musik gemacht hat, sondern ließ so ein Playback. Und der hat einfach so rübergegniedelt irgendwie. Da werde ich irre, wenn einer so wahllos Töne spielt, die zwar in die Tonleiter reinpassen, aber die nichts zu sagen haben. Ne? Da haben wir schon mal, haben wir beide schon mal darüber unterhalten, über den Gitarristen in Prag, den wir beide an der einen Ecke jeden Abend. Genau. So, und da war halt auch so, der war halt so für diese eine, da war so eine Truppe an so einem Tisch, so ein paar Mädels, die da so saßen und er war natürlich der King. Ne? Er war der Typ an der Gitarre, der so ein bisschen Gitarrenmusik gemacht hat und so weiter. Und dann hörte er ja auf und dann. Deswegen machen wir doch alle Musik. Und dann kam meine Tante Irmi aber dazu. Kam die Bedienung zu uns und sie hatte nichts Besseres zu tun, als der Bedienung zu verraten, dass ich auch Gitarre spiele. Ich hätte nie im Leben jemandem verraten, dass ich auch ein musikalisches Instrument. Ja, der ist übrigens berühmter Gitarrenspieler hier aus Deutschland. So, geil. Und ich sitze da so, okay. Und dann sagte die Bedienung, weil wie gesagt, alle freundlich und alle freuen sich und so weiter. Und so, willst du für mich spielen? Und ich sage, ja klar, will ich für dich spielen. Ja, kein Thema, irgendwie so. Und dann da gesessen, getrunken, gegessen und so weiter. Hat der Typ die Gitarre weggenommen? Ja, nee, gar nicht. So. Ich erstmal so, nur so gesagt, der Deutsche redet ja auch viel so nach dem Motto. Und ja, gegessen, getrunken, alles durfte irgendwie. Und wir sind so, haben schon bezahlt, wollen so gehen. Und dann kam die Bedienung, und was ist mit meinem Lied? Und ich so, hab ich schon ganz vergessen, irgendwie so, ja, nee, also ich kann jetzt, oh, und dann wurde die so traurig, ich gesagt, ja komm, alles klar, irgendwie so, hab ich mich hingesetzt, hab ich von Bob Dylan gespielt, Tonight I'll Be Staying Here With You, hab ich hingesetzt und sie stand dann daneben und hat sich, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil so, für mich war es so ein ganz normaler Moment, ich mache eine Mucke, ne, aber für sie war das ein großer Moment, so ein ganz toll. Besonderes. Ja. Und dann habe ich am Schluss noch ihren Namen eingebaut in das Lied und dann, die war komplett abgemeldet irgendwie. Und ich hatte dann meine Musik gemacht in Afrika. Check. Und habe dann meiner Tante auch gesagt, verrate das nie wieder jemand. Aber wie kommt mir das bekannt vor? Das ist immer gefährlich, wenn du mit deiner Familie oder mit Familienangehörigen irgendwo im Urlaub bist. Ja. Oder es muss noch nicht mal unbedingt Urlaub sein, aber irgendwo, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit bist und da ist irgendeine Form von Live-Musik oder sowas. Ja, ja. Ich kenne das auch noch so aus der Zeit, als Kind, ich war eigentlich mit meiner Familie, meinen Eltern, Großeltern, was auch immer, waren immer irgendwo im Süden, also Bayern, Österreich, weiß nicht. Und da gibt es ja nun mal viel Volksmusik, so, oder was heißt Musik? Genau, Tischmusi, Tanzelmusi, Wirtshausmusi, wie auch immer, name it, ne? Ja. Ganz oft auch, dass du dann da irgendwo hockst und dann kommt einer mit so einem Akkordeon oder mit einer Gitarre, die laufen da durch die Reihen im Biergarten oder so. Und jedes Mal, meine Oma konnte das auch, Gott hab sie selig, konnte das auch wunderbar. Ah, hier, der jo hier, weißt du, so, da, also die waren am Musikmacher da, am Singen und so und dann, Entschuldigung, hallo, hier, der ist auch Musiker, ne? Und ich sag mal, in 9 von 10 Momenten war das dann, ah ja, schön, ja, danke. Ja, ja. Aber einen Moment gab es dann immer alle 3 Jahre oder so. Ach so, ja, dann komm mal mit oder so. Ja, ne? So ja. Toll, jetzt stehe ich hier irgendwo in Hintertupfing und darf jetzt hier mit den Tiroler Holzackerburm, keine Ahnung, dann loslegen. Ja. Aber, also einmal, genau, da haben wir mal schon drüber gesprochen, ne? Das ist noch gar nicht so lange her, vorletzte Folge oder so, dass ich ja einmal dann dieses schöne Erlebnis hatte mit dem, wo ich im Studio im Proberaum der Zillertaler Schützenjäger dann da. Ja, ja, tatsächlich. Aber, Zillertal war. Ja. Wäre auch ohne eine offensive, unser Sohn ist auch Musiker, Ansage natürlich auch nie. Also ich will mich gar nicht zu sehr beschweren, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, diese Szene. Ich habe dann mal irgendwann klarstellen müssen, einfach weil es ging dann auch, ich hatte meine Gitarrele natürlich dabei und die habe ich immer dabei, weil ich dann zwischendurch, wenn ich so Luft habe, einfach mal ein bisschen dudel. Das ist für mich Meditation, weil ich kann so mich kurz in meinen Kokon zurückziehen, ein bisschen dudeln, Kopf aus, in die Weite gucken und so weiter, einfach dudeln. Aber ich sollte jeden Abend Musik machen, bis ich dann mal irgendwann klar gemacht habe, pass mal auf, ich bin zwar Musiker, aber ich bin keine Jukebox. Du kannst mir nicht sagen, hier, so 5 Euro, jetzt spiel mal,
ne, sondern ich mache Musik ausschließlich, wenn ich möchte und nicht, weil jemand anders das möchte. Oder nicht 5 Euro, sondern 500. Ja, auch nicht für 500 Euro. Ich mache Musik, wenn ich möchte und ich bin halt keine Jukebox. So spiel, weißt du, wie früher auf der Bühne, wo dann der Besoffene vor der Bühne steht, ein Zehner hochhält und sagt, ich spiel mal Marmorstein. Ja, ich spiele nicht Marmorstein. Ich spiel mit 20 Euro? Nein! Geh weg! Außerdem baue ich gerade ab. Was willst du, ne? Das ist aber eine teure Musikhure. Ja, ich bin wirklich eine weit davon weg. Aber um den Bogen nochmal zu spannen, also wie gesagt, das ist ein fantastisches Land. Ich werde auch wieder hinfahren und mir das nochmal intensiver angucken, meine Familie wieder treffen und so. Das ist ein ganz, ganz tolles Ding und waren sehr, sehr ereignisreiche Tage. Ich war auch wieder froh, zu Hause zu sein. Interessanterweise gibt es so einige Momente, war zum Beispiel am Flughafen, wo ich dann sofort wieder festgestellt habe, was der Unterschied zwischen Südafrika ist, weil du kommst an den Flughafen an und bist noch so im Vibe von alle freundlich und hey, how are you? In Deutschland wieder. Nee, in Südafrika. Ach so. Kommst da hin. Aber du gerätst ja automatisch bei so einem Flug, der nach Deutschland geht, in eine Rotte Deutscher. Ja. Also Bio-Deutsche. Ne? Jetzt nicht Leute, die Deutsch sprechen und in Südafrika wohnen, so wie meine Familie, sondern Bio-Deutsche, die hier auch geboren sind, hier wohnen und da wieder hin. Und sobald du in deren Umfeld, da war sofort wieder so ein Miesepeter, der alles Kacke fand und das war jetzt nicht ich, ne? Ich war ja noch voll aufgeladen, irgendwie positiv. Und dann als erstes läufst du in so einen Typen rein, so ein ultra cooler Mit-50er, irgendwie, der sich so cool anlehnt und die Sonnenbrille nicht abnimmt irgendwie und was ist der für ein Jazzflieger? Ist er zu klein? Wollen die da alle rein? Das irgendwie so. Und ich schon gedacht, boah, es gibt Dinge, die ich nicht vermisst habe. Ey, unter anderem Leute wie dich irgendwie. Gut, dass ich mit dir nichts zu tun haben muss. Yeah. Und der Flug war ja eh so ein Ding, weil ich bin tatsächlich zurückgeflogen. Wir waren mit Lufthansa hingeflogen und wären auch mit Lufthansa zurückgeflogen. Betonung auf Konjunktiv. Wären, wenn da nicht dieser Streik gewesen wäre. So, und ich war aber durch mit dem Thema. Ich wollte nach Hause. Ich musste auch noch was arbeiten und so weiter. Und habe dann gesagt, ich muss jetzt irgendwie nach Hause. Kriegte also dann nachts irgendwie am Montagnacht mit Dienstag wäre unser Flug gegangen. Montagnacht kriegte ich die Nachricht, ihr Flug ist gecancelt. Ja, bingo. Super. Ich will nach Hause. Ich habe also so langsam irgendwie 2,5-3 Wochen. Ich war durch, ne? Ja. Ich will nach Hause. Und dann habe ich mir alternativ ganz schnell habe ich gesehen, dass Condor 1,5 Stunden später am Dienstag geflogen ist. Habe ich einen Condor-Flug gebucht, ne? Und dann bot mir die Lufthansa zwar großzügigerweise am Mittwoch 24 Stunden später zum ursprünglichen Flug noch einen Weg über 2 Umwegstationen und dann ich meine Mitte 70 Jahre alte Mutter dabei, die schon einen Schlaganfall in den Knochen hat und so weiter. Vor allem warte ich noch irgendwie darauf, dass die Lufthansa großzügig ist, mich umbucht auf irgendeinen Flug über Umschläge und so weiter. Hab dann einen Flug gebucht, das muss ich mir jetzt noch wiederholen, das Geld irgendwie für diesen Flug, aber das geht ja in Deutschland zumindest einigermaßen. Aber glaub mal nicht, dass die Kollegen da auf die Idee gekommen wären, hey, tut uns leid, blöd gelaufen irgendwie, wir können Ihnen diesen Flug anbieten und hier können Sie übrigens übernachten oder so, weil wir mussten ja einen Tag länger, hätten wir bleiben müssen und so weiter. Nix, kriegst du die lapidare Information, Ihr Flug wurde gecancelt. Sitzt du da kurz? Okay, alles klar. Dann habe ich den Flug gebucht bei Condor und bin bei Condor schon länger Kunde, weil ich da halt immer mit nach Zante fliege. Und dann am Dienstagmorgen, Dienstagabend werden wir geflogen, Dienstagmorgen fällt mir beim Frühstück ein, ach guck mal, ich habe die Mail noch gar nicht gekriegt, dass wir einchecken können. Weil du kriegst ja 24 Stunden vorher, kannst du schon mal online einchecken. Ne? Und dann kurz in meinen Condor-Account rein, steht da unten drin, Flug abgeflogen. Dann habe ich kurz Puls gekriegt. Ich habe gedacht, wie mein Flug ist abgeflogen. Ich habe keine Mail zum Check-in gekriegt. Hier steht, dass der Flug, den ich gerade teuer extra gebucht habe, auf Verdacht, dass ich das Geld wiederkriege, ne, ist jetzt abgeflogen. Und habe ich morgens da echt, ich hatte einen Puls von 200. Also da musste ich lange für joggen, um diesen Puls zu kriegen irgendwie. Und dann nochmal auf einem anderen Weg eingeloggt und da konnte ich uns dann einchecken. Aber da war ich wach, das kann ich dir sagen. Also, du brauchst auch keinen Kaffee mehr. Ja. Nee, überhaupt nicht, null. Also da war wirklich der Wurm drin in dieser ganzen Nummer. Dann dieser Vollhonk da am Flughafen, der mir sofort wieder gesagt hat, irgendwie was in Deutschland alles mal nicht so schön ist. Nämlich Leute, die sich ständig aufregen und zwar nicht positiv aufregen, wie ich das gerne mache, sondern einfach nur alles Kacke finden, um des Kacke finden Willens. So, ne? Und oh Gott. Und der Typ, als wir in Deutschland dann angekommen sind, dann musst du ja, wenn du aus dem EU-Ausland kommst, musst du ja durch die Passkontrolle. Ja. Da war der Typ plötzlich
an der Schlange vorbei, oh, mir geht's nicht gut, und ist dann zum Zoll schnell durchgewunken worden, damit er schneller durchkommt, weil ihm ging's ja nicht gut. Knickknack, ein Schelm, der da Böses bei denkt, wo ich dachte, ey, oh, was für eine braune Bazille, das gibt's doch gar nicht. Mir tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade so abhete, aber nein. Der Großteil von Deutschland ist ja freundlich so. Aber boah, also Geschichte, ich kann Geschichten erzählen, da müssen wir einen separaten Podcast, Reisepodcast für machen. Aber um nochmal auf unser Kernthema zu kommen, ich hatte ja die Reise perfekt vorbereitet, in meinen Träumen perfekt vorbereitet, weil ich jede Menge Content vorbereitet habe, die YouTube-Videos vorbereitet habe und so weiter und so fort. Und kriegte dann in Südafrika, wo ich nur meinen Laptop und meinen HD25 bei hatte, einen Auftrag für einen Podcast, den ich noch mischen soll. Nicht mal deinen schönen Kopfhörer. Der war mir zu groß, ehrlich gesagt. Der ist im Studio sehr gut, irgendwie, aber für unterwegs ist der mir ein bisschen zu groß. Auf jeden Fall HD25 eingepackt und saß da jetzt und habe gedacht, ja toll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier jetzt noch abmischen muss. Und da muss ich jetzt mal, ich hatte ja nichts bei außer Laptop und da ist auch nicht so viel an Plugins drauf oder sonst was. Muss ich eine Ode an die Stock-Plugins von Studio One richten, weil ich habe den Podcast, übrigens, falls ihr es nachhören wollt, ist der Podcast Halbtrocken von Timo Wolf, ein Wein-Podcast. Und das war die Folge von Timo mit Luke Mockridge, mit dem Comedian. Deswegen habe ich die auch fertig gemacht, sonst hätte ich das ein bisschen verschoben, aber die drängte so ein bisschen. Also Luke Mockridge bei Halbtrocken. Halbtrocken heißt der Podcast, lohnt sich sowieso, weil coole Interviews mit einer Weinprobe zusammen und viel aus dem Leben von den Leuten und so weiter und so fort. Und habe dann diesen Podcast auf dem HD25 mit Stock-Plugins gemischt. Ging auch. Funktioniert. Ja, ging auch. Natürlich ging das auch irgendwie. Ne? Also es ist jetzt vielleicht nicht High-High-Class und sonst was, aber ist halt ein Podcast, ist jetzt nicht eine Top-40-Produktion, wo ich jetzt morgen einen Chart-Hit abliefern musste, so, ne? Nee, ging tatsächlich, und da habe ich nochmal gedacht, ach guck mal, man macht sich immer so einen fertig auf diese ganzen Plugins und so weiter, ne? Aber im Kern würde es auch mit Stock-Plugins gehen. Fand ich großartig, hat mir Spaß gemacht und das Ergebnis war auf jeden Fall mehr als zufriedenstellend, fand ich. Ich glaube, oftmals ist es einfach so, dass man ja, man benutzt die Sachen vielleicht nicht so oft, weil man den ganzen anderen Scheiß ja auch hat. Also es ist ja, ne, ich sag jetzt mal. Ist ja auch bezahlt. Genau, ich sag mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, in der Garage ein Dacia stehen hast, du hast aber auch ein Ferrari und ein Lamborghini da stehen, dann fährst du vielleicht lieber mit dem Ferrari. Oder was weiß ich, kannst ja auch. Je nach Gusto natürlich. Ja, ne? Also. Gusto passt ja ganz gut dann. Aber wenn du es halt hast, dann, also es ist halt, das Problem ist, ganz viele Plugins kaufst du dir eigentlich in der Zeit, wo du gar nicht dran denkst, dass du mit den Stock-Plugins genau das gleiche erreichen kannst. Ja. Oder zumindest ist es, also bei mir ist es zumindest, ich meine, wir wiederholen uns auch, glaube ich, immens, was dieses Thema angeht, ne? Weil vor keine Ahnung wie vielen Jahren dann man denkt, ja, wenn ich das jetzt kaufe, dann klingt irgendwas besser oder dann wird es einfacher oder so. Das Zweite stimmt ja auch, viele Sachen werden einfacher. Oftmals sind Plugins, finde ich, die man teuer kauft, eher ein Zeitersparnis. Ja, sind halt spezialisiert. Oder Workflow-Ersparnis, nennen wir Trackspacer oder sowas. Ne? Klar kann man das auch irgendwie machen. Ich habe jetzt gesehen, bei Instagram vor ein paar Tagen, da habe ich auch so gedacht, okay, da war einer, der hat mit, wie heißt der nochmal hier, FL Studio. Ja. Ne, hat er quasi über, jetzt bin ich kein FL Studio Nutzer, also bitte erschlagt mich nicht. Wenn ihr es besser wisst oder wenn ihr es genau wisst, nicht besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare oder dementsprechend uns per Mail. Da kann man sich dann ja auch so Patches bauen, sag ich jetzt mal. Bei Studio One sagt man ja Makros, also ja, irgendwas, okay, wo dann mehrere Sachen ausgelöst werden, also mehrere Klicks oder Eingaben wie auch immer, ne, Befehle, so. Und der hat dann mit irgendeinem Patch, hat er quasi Soothe, das Plugin Soothe nachgebaut. Ach cool. Mit, keine Ahnung, 48 dynamischen Equalizern oder so. Dann erklärt er aber auch bei Instagram irgendwie, dass das ja eigentlich eine andere Detection ist, die Soothe hat und so, aber dass er das irgendwie so nachgebaut hat, wo ich dann so dachte, okay, ich weiß nicht, wie lange du dafür gebraucht hast, das zu bauen, ne? Oder wie einfach das ist, das dann auch wieder nachzubauen oder ob es da ein Preset dann gibt, aber diese 149 Euro, glaube ich, kostet es oder weiß ich nicht. Wenn ich die in Stundenlohn umrechne. Also genau. Ich meine, es gibt ja auch so Leute, die tüfteln einfach. Ich tüftle auch gerne. Ne? Genau. Aber in dem Moment habe ich einfach nur so gedacht, okay, also du hast jetzt was gebaut, was so ähnlich funktioniert, aber auch irgendwie nur so ähnlich. Ja, ja. Weil letzten Endes war es ja auch so nur in der einen Einstellung.
Naja, und, letztendlich war es ja dann auch nur ein dynamischer Equalizer, halt mit super vielen überlappenden Bändern, der aber auch auf irgendwie einen fixen Threshold ja schon reagiert. Du kannst ihn jetzt ja nicht, Zuf ist ja ein Resonance Suppressor, glaube ich, nennt er sich. Also ein Resonanzenunterdrücker. Wie auch immer man das jetzt einordnen will. Aber das andere war ja einfach nur ein dynamischer Equalizer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwas, ich habe es mir dann auch nicht. Multiband. Ich habe es mir jetzt auch nicht im Detail dann angeschaut. Aber ich dachte nur so, boah, ey, bevor ich auf so eine Idee komme, klar, kann ich auch einen Trackspacer oder sowas irgendwie mit ganz vielen, mit ganz vielen Schichten, kann ich das nachbauen. Oder auch jetzt ausnahmsweise ist mal der Rechner, vor dem wir hier sitzen, mal an, wenn wir im Podcast aufnehmen, weil ich das gerade eben noch gearbeitet habe. Na, wenn ich da so sehe, was ich da für Plugins drin habe. Ja, natürlich könnte ich auch ein Spectre von Waves Factory, könnte ich auch ein Stock-Distortion-Ding nehmen und müsste mir das dann aber auf den Frequenzbereich und wo das wirken soll und in welche Richtung. Also ich denke mal, der wird das ja nicht für den produktiven Einsatz gemacht haben. Nein, ich meine jetzt so generell. Klar, Stock-Plugins können super, super viel. Absolut. Ne? Ja. Und die Frage ist, brauche ich jetzt den 700. analog emulierten EQ, der jetzt irgendwie klingen soll wie genau der Massive, Passive und Schlag mich tot. Du, wenn man da Spaß dran hat, finde ich das total cool. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die besten und hilfreichsten Tools, also Drittanbieter-Tools, sind immer die irgendwie Zeitersparnis machen oder die halt irgendwas können, was man nur mit sehr viel Zeit oder so dann irgendwie... Ja, oder irgendwas können, wo du gar nicht drauf kommen würdest. Ich habe tatsächlich zwischenzeitlich dann auch mal Zeit gehabt, so ein bisschen YouTube gucken zu dürfen einfach nur. Also jetzt nicht beruflich, sondern einfach nur zu gucken. Und natürlich bin ich in meiner Bubble drin. Und da wurde mir ein Plugin vorgeschlagen. Da stellte jemand sein eigenes Plugin vor, was er selbst entwickelt hat. Ich dachte, oh cool, gucke ich mal rein, was das ist. Und das war jemand, der Sprache bearbeitet. Also für Film zum Beispiel oder bei Interviews oder sonst was irgendwie. Und der hatte jetzt das Problem, dass in Sprachpausen das Gate immer zumacht. Ne? Und das hast du ja. Ne? Also das Gate macht zu, du willst Nebengeräusche vermeiden und so weiter. Also macht das Gate zu. Das heißt also, du hast vorher so den Raum so, der so vor sich hin rauscht so ein bisschen so. Und dann macht das Gate zu und dann ist weg, Totenstille. Ja. Und dann, wenn er anfängt, ist die Raumakustik wieder da. Und der hat jetzt dieses Plugin entwickelt, wo man am Anfang der Aufnahme quasi, sag mal, war 5 Sekunden die Klappe hält und auch nicht atmet und so weiter, dann nimmt er also schon mal den Raum auf und dieses Plugin sorgt jetzt immer dafür, wenn das Gate zugeht, also war auch ein Gate drin eingebaut, ne, dass dann gleichzeitig diese Stille eingefügt wird. Also Stille, der stille Raum. Der stille Raum quasi dann eingefügt wird, damit du also quasi diesen durchgehenden Eindruck hast, dass da nichts ausgeht. Und da habe ich gedacht, da musst du erstmal drauf kommen. Also den Use Case brauchst du erstmal. Ne? Ja, aber klar, ich sage jetzt mal, in unserer Welt kommt es jetzt vielleicht nicht so oft vor, also in der Musikproduktion. Ja, in der Musik vielleicht nicht, ist es selten, aber klar, wenn du an sämtliche Nachvertonungen von Dialogvertonung, dann geht's Dialogvertonung halt, denkst, ne? Auf jeden Fall, also da ist das, ich meine, da hat RX ja auch schon einiges an Bord, um genau in diese Richtung auch zu gehen. Aber das nochmal einfacher oder noch zielgerichter zu machen. War wirklich, also total special interest. Ich habe gedacht, geil, was für eine geile Idee. Und dann das auch einfach umzusetzen und zu sagen, ja, wieso? Früher musste ich mir halt einen Loop bauen aus Stille und den da drunter liegen und dann den per Sidechain immer zuschalten, wenn das Gate zugeht oder sonst was irgendwie. Ja, da einfach in sein Plugin reingegossen und bitteschön, da war das Ding jetzt irgendwie. Und ich hatte auch, apropos Plugin-Hersteller oder Entwickler, mich hat auch jemand angeschrieben aus Australien, glaube ich. Ja. Da ging es um so ein, ja, mehr oder weniger so All-in-One-Mastering-Plugin auch, oder was heißt All-in-One? So ein bisschen wie der, wie heißt es nochmal? Auch vom Plugin Alliance, wo du so Limiter, EQ und so. Master-Deck. Masterdesk. Genau. So, so in der Richtung. Ja, ja. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. So ein Multitool quasi. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal bei anderen Leuten auf Social Media und so gesehen. Also die schreiben momentan anscheinend oder akquirieren da sehr, sehr viel marketingfähige Leute, sagen wir es mal so. Ja. Die Leute dann, mit Reichweite. Genau, also die wollten ja halt dann eine NFR, also Not For Resale, Lizenz geben, wenn ich irgendwie das Plugin benutze und dann irgendwie einen Post darüber mache und keine Ahnung was.
Und also grundsätzlich passiert sowas ja häufig. Mittlerweile, das ist ja auch okay, ne? Ja. Ich sag mal. Also Leute mit Reichweite werden oft angeschrieben. Ja, ich meine, genau. ist ja bei dir auch so hier, ne, mach ein Video darüber. So, ja. Das ist dann so dieser YouTube-Bereich. Ja, ja. Und so mittlerweile gibt es ja eben auch diesen großen, nenn es jetzt mal Instagram-Bereich, so, wo dann einfach so in der Story irgendwie erwähnen oder im Post und so oder ein Reel machen. Ja, ist auch so. Kostengünstiges Marketing, was du kriegst, ne? Kostet dich die NFR, kostet dich nichts, also die Not for Resale, die genau. nicht zum Weiterverkaufen Lizenz für die Plugins, kostet die nichts, außer genau. ein Code, den die verschicken. Richtig. Und kriegen dafür kostenloses Marketingbudget. Da habe ich ja meine eigene Meinung zu. Ne? Ja, genau. Aber ich auch. Grundsätzlich gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, die das einfach gerne mitnehmen, ne? Klar, also ist ja auch okay. Mein Gott, wenn jetzt einer sagt, oh ja, interessiert mich auch irgendwie, ja, genau. schaue ich mir gerne mal an. Ja. Ich bin da genau an dem Punkt, was du sagst, so, ja, nö, danke. Also ist total nett von euch, dass ihr mich, bin ja mittlerweile auch ganz, ganz stumpf irgendwie, ja. schreibt dann danke für ihr Interesse, aber für mich kommt es leider nicht in Frage. Ja. Irgendwie, weil letzten Endes, was soll man dann in so einem Post machen? Ne? Ich sehe das ja von vielen meiner Kollegen, die ähnlich unterwegs sind in der Industrie. Ich sehe das ja dann, wenn dann zwei Tage später, fünf Tage später, eine Woche später an allen Ecken und Enden dieses Plugin ja, raus. Und ja, und wie toll genau. das ja, ist ja, und ja. hin und her. Mag ja vielleicht dann auch stimmen, ne? Ja. Nur weiß ich nicht. Also ich persönlich finde das dann so ein bisschen unglaubwürdig. Auch wenn es vielleicht auf der anderen Seite die Leute ja sogar interessiert, die dann Stecken ja in unserer Content Bubble drin, wir identifizieren das ja. Ich glaube, der normale User identifiziert das gar nicht, sondern kriegt das nur mit, dass es plötzlich überall aufpoppt. Und die Idee, ja, die Idee dahinter, das ist ja dass das genau plötzlich das. Überall yeah. aufpoppt, ist ja, oh, das scheint der neue Shit zu sein. Und in ja. Wirklichkeit hat da nur ein Marketing-Typ das möglichst breit gestreut irgendwie an der Stelle. Ist ja auch total klug. Ist ja, ja. Ganz ehrlich, ich würde es ja nicht anders machen. Ja, also. Genau. Du meinst, wir müssen deine Marketing-Tätigkeit erstmal breit streuen, damit deine Mastering-Tätigkeit breit streuen. Die müssen überall aufpoppen, das wissen doch alle hier, dass die goldenen Ohren von Ludwig hier das Epizentrum des deutschen Mastering-Bereichs sind. Aber um da mal ganz ernsthaft reinzugehen, ja. ich bin momentan schon so ein bisschen müde. Ja. Also ich bin so ein bisschen Musikindustrie müde im Moment. Ja, weil wir aber auch zu tief drinstecken vielleicht. Beziehungsweise Musikindustrie-Marketing müde. Ja. Und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, da geht mir vieles richtig hart. Ich weiß, darf ich das sagen? Gegen den Strich, sag mal so. Ich sag's andere nicht. Okay. Also. Okay. Ich oh Gott, das, sitzt ihr? Ich muss das ja auch vernünftig verpacken, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir haben da auch schon oft drüber gesprochen. Mir geht das einfach total gegen den Strich. Alleine wenn ich nur Instagram aufmache, ich war da mal so aktiv, habe da selber ja auch viel Marketing betrieben. Mittlerweile ist es noch irgendwie so Restmarketing-Erhaltungsmaßnahmen. Der Muskel zuckt noch. Die ich da so betreibe. Ja. Aber sorry, das soll jetzt auch kein Bashing gegen Kollegen sein. Und ich weiß, viele von denen, die so handeln, kenne ich auch persönlich und das sind auch teilweise meine Kunden oder Kumpels oder Freunde, Bekannte. Aber ich mache Instagram auf und ich sehe fünfmal künstliche Verknappung. Ich sehe. Musst du sagen, was damit bedeutet? Künstliche Verknappung heißt, in den nächsten 8 Monaten habe ich noch einen Slot für ein Mixing frei oder so, ne? Wo ich dann immer denke, Leute, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wenn es in Deutschland vielleicht eine Handvoll Studios gibt, die das von sich behaupten können, ne? Geschenkt. Also vielleicht noch Recording-Studios, sage ich jetzt mal prinzipal, oder so große Studios, wo, sagen wir mal, Künstler, Bands, wie auch immer, längerfristig da sind zum Arbeiten, die eine Platte aufnehmen oder Songwriting eine Woche machen, die dann wirklich sagen können, okay, vierte Woche im April, drittes Wochenende Mai, wenn du alles noch mal gut. zwei zusammenhängende Wochen haben willst, dann wäre das nur da. Ja. Das ist alles gut. Aber wenn ich dann sehe, dass Kollegen also direkte Kollegen, die auch im Hauptamt nicht Mastering anbieten, dann davon sprechen, dass sie in den nächsten 3 Monaten noch einen Mastering-Slot anzubieten haben, da denke ich, rechnen wir das doch mal hoch. Du brauchst für ein Mastering im Schnitt, sagen wir mal, wenn du alles dazu rechnest mit wirklich Kommunikation, runterladen, vorbereiten, sagen wir mal 2 Stunden, ne? Für einen Song. Sagen wir mal, du arbeitest am Tag, machst 8 Stunden. Ja. Sagen wir mal 8 Stunden, hast 4 Songs pro Tag. Ja. So, sagen wir mal, du arbeitest 5 Tage die Woche, dann sind das 20 Songs. Rechne das jetzt mal auf einen Monat hoch. Ja. So, ich gönne das ja jedem.
Also ohne Scheiß, ich würde mich ja freuen, wenn meine Kollegen und auch wenn ich sagen könnte, ich bin die nächsten 3 Monate jetzt komplett ausgebucht. Ja. Nur was Mastering angeht. Ja. Ne? Klar, wenn du jetzt natürlich Full Productions oder so machst, dann hast du natürlich über einen viel längeren Zeitraum pro Projekt bist du belegt. Ne? Ist ja auch total cool. Und dann kommst du natürlich in diese Planung rein, dass du dann sagst, die Band kommt dann im März für eine Woche ins Studio oder wie auch immer. Ja. Völlig richtig. Aber nochmal aufs Thema jetzt online, was wir eben machen. Online-Mixing, Online-Mastering. Ja, ja, genau. Also Projekte, Remote, sozusagen, man kriegt die Sachen geschickt, jetzt Mixing oder Mastering und schickt sie wieder zurück. So, dann gucke ich mir aber, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, aber eine Zeit lang hat mich das irgendwie dann gereizt und gejuckt. Dann gucke ich mir aber an, was haben dann diese Studios für ein Outcome? Also sprich Output, ne? Ja, ja. Ja, also wie viel Produktion haben die wirklich schon gearbeitet? Ja. Jetzt kann ich natürlich wieder sagen, ja, was zeigen sie öffentlich an, was sie gearbeitet haben oder eben nicht? Also welche Referenzen geben sie an oder geben sie nicht an? Da muss ich mich dann aber schon fragen, wenn ich über 3 Monate als Mastering-Studio ausgebucht bin, wie kann es denn dann sein, dass man dann auf der Haben-Seite irgendwie 40 Songs hat? Ja, ich weiß, es ist total müßig, darüber sich irgendwie aufzuregen. Ich kann das nochmal von der anderen Seite beleuchten. Wenn ich die nächsten 3 Monate ausgebucht wäre und ich hätte noch einen Slot übrig, dann würde ich den Teufel tun, den bei Insta reinzuschreiben, sondern würde sagen, okay, diesen einen Slot, den blocke ich jetzt und setze mich in ein schönes Café, weil ich bis dahin so viel gearbeitet habe, dass ich zumindest diese 2 Stunden mal Ruhe haben möchte. Also letzten Endes ist ja völlig okay. Ja, und, künstliche Verknappung jetzt, um ist da, ja nicht dabei nur im Musikbereich, bleiben, sondern ist ja überall so. Ist überall so. Ja. Ne? Melde dich jetzt versuch schnell mal eine an. Reise zu buchen. Ja, genau. Ja. Dieses Booking.com, dieses Zimmer ist nur noch einmal verfügbar. Ja. Nur noch einmal bei uns zu diesem Preis verfügbar. So, ne? Genau. Alles, das ist ja klar. Das ist ja auch nur eine Sache. Ne? Ist ja ein bewährendes Prinzip. Ja, total. Ich glaube aber mittlerweile, dass gerade zumindest jetzt wieder direkt auf meine Situation auch bezogen, gerade am Thema Mastering mit Sicherheit, was so Mixing, also dieses Remote-Online-Mixing auch angeht. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass dann Kunden, potenzielle Kunden, wie auch immer, sich dadurch so angezogen fühlen, dass sie genau deswegen, aus diesem Grund, vielleicht ist es für sie nochmal, manchmal musst du das ja viel, viel stumpfer denken, nur weil sie jetzt diese Story sehen oder diesen Post sehen, denken sie, ach ja, stimmt, Studio XY, genau, wir hatten ja den Song oder der Song ist jetzt nächste Woche fertig, recorded oder gemischt, da melde ich mich dann oder da schreibe ich schon mal hin. Ja, ja, so. Ja. Aber ich glaube kaum und gerne auch diskutiert darüber oder korrigiert mich, wenn ihr das anders seht oder empfindet, ich glaube kaum, dass ich mich dann in dieser Situation, also in dieser Musikproduktionssituation dermaßen davon angezogen fühle als Kunde, dass ich denke, boah, scheiße, jetzt aber schnell melden, dass ich das noch habe. Anders, wenn wir nochmal auf diese Booking.com oder diese Zimmergeschichte, das ist ja was anderes, weil du ja dann letzten Endes weißt, ich kann nur in diesen 5 Tagen im Urlaub fahren, weil ich habe sonst keinen Urlaub. Ja, aber ich glaube, die Situation ist die gleiche. Ne? Also die schreiben ja dann nicht nur noch eins verfügbar, sondern nur noch eins zu diesem Preis verfügbar. Ne? Es geht also schon darum, also das diesen künstlichen bei Druck. Uns eher nicht in der Szene. Nein, für mich ist eher die Frage, was ist der Subtext? Ist der Subtext, hey, wir sind so stark ausgebucht, wir sind das coole Studio, mit dem du demnächst zusammenarbeiten musst? Oder hey, wir sind das coole Studio, wir haben noch diesen Einslot frei, wenn du den haben willst, dann musst du jetzt buchen. So, ne? Ja, genau. Also es geht aber, ja da weniger bei dieser Verknappung, die ich immer sehe. Ja. Oder geht es weniger um eine Preisgeschichte im Sinne von der letzte Slot zum Preis XY, sondern da geht es prinzipiell darum, wenn du in den nächsten 3 Monaten mit uns arbeiten möchtest, dann ist das die einzige Möglichkeit, das zu tun. Hoffentlich ist es so. Und ja, genau, ich denke dann auch immer, ich gönn's euch von ganzem Herzen. Ja, ja. Nur ich denke dann in dem Moment immer, ist das jetzt wirklich für den auf der anderen Seite, dass er dann denkt, scheiße, dann melde ich mich jetzt mal, dass ich dann in 2,5 Monaten, wo der noch einen freien Slot hat, Master machen kann, in einer Zeit, wo wir darüber sprechen, dass wir letzten Endes bei der Release-Planung und bei diesem ganzen Konstrukt der digitalen Veröffentlichung und digitalen Marketing, was ja auch die Künstler angeht, dieser Produktionsprozess von, selbst wenn nur eine Person beteiligt ist oder so, wenn ein Produzent beteiligt ist und ein Künstler und Sänger oder so, dieser ganze Prozess dauert ja relativ, das ist das, was lange dauert und irgendwann ist das Projekt bis zu einem gewissen Punkt fertig, soll
da und da veröffentlicht werden. Recorded werden, soll gemischt werden, soll gemastert werden, was auch immer. Das ist ja dann das, wo meistens schon so, ja, ich habe schon geplant, den irgendwie am 1. März zu veröffentlichen oder so. Kriegst du das bis dann und dann hin? Kriegst du das bis dann und dann hin? So ist ja der normale Weg mit denen, ich sag mal, ob das jetzt Indie-Produktionen sind, die ja auch ihre eigene Release-Strategie und ihren eigenen Plan haben, oder ob das mit Labels ist, die ganz klar sagen, wir brauchen das Master bis dann und dann. Ja. Ne, Donnerstag 12 Uhr muss das da sein, damit wir das dann noch checken können, dass wir das bis Freitag 12 Uhr hochladen. Jochen. Genau. Ne? Deswegen frage ich mich dann, diese Planbarkeit nochmal, Full Production, Recording, das, natürlich kannst du nicht sagen, kann ich nächste Woche für zwei Wochen ins Studio kommen, völlig richtig. Ja, also aber bei einer Dienstleistung, ne, die sagen wir mal, selbst wenn es ums Mixing geht oder sowas, ne, natürlich kann kein Kunde meiner Meinung nach erwarten, dass man irgendwie innerhalb von 24, 48 Stunden irgendwas abliefert. Ne? Gut, wenn man das schafft, gut, wenn man sich das vielleicht auch so einplanen kann. Da gibt es ja dann auch immer noch sowas wie Stammkunden, die man gerne dann auch mal vorzieht oder sowas. Ne? Das ist nun mal so. Für mich ist das einfach nicht so greifbar. Ich würde das Ganze davon trennen, um es auch ein bisschen zum Abschluss bringen, was mich einfach da an der Sache... Ich wollte mich auch einmal wieder aufregen. Ja, ist auch... Du regst dich immer auf. Vollkommen zu Recht. Nee, was mir persönlich da am meisten gegen den Strich geht, sagen wir mal so, wenn du einmal darauf geeicht bist... Das ist so wie bei, guck mal, jetzt gibt es nur noch rote Autos. Danach siehst du nur noch rote Autos. Ne? Wenn du also einmal geeicht bist auf dieses Muster mit der künstlichen Verknappung, siehst du es plötzlich überall. Das heißt, die Leute, die jetzt heute hier zugehört haben und diesen Mini-Rant jetzt gehört haben, die werden wahrscheinlich jetzt in ihr Instagram reinkommen und sagen so, ah, guck mal, das ist das, wovon der Björn gesprochen hat, das ist das, wovon der Björn gesprochen hat, da, okay, alles klar. Mit anderen Worten, du hast eine ganze Industrie jetzt zerstört an der Stelle. Aber ich kenne das doch selber. Und wahrscheinlich, wenn ich durch meine Social-Media-Profile gehe, will ich wahrscheinlich irgendwo auch einen Post finden, wo irgendwie was Ähnliches mal versucht wurde oder wo man irgendwie geschrieben hat, keine Ahnung, jetzt sicher dir jetzt einen der letzten oder Slots oder wie auch immer oder irgendwie halt sowas in der Sprache. Ne? Ja. Und das ist ja auch etwas, was mit Sicherheit eine Weiterentwicklung, also eine eigene Weiterentwicklung, eine Weiterentwicklung des Business, des Unternehmens, muss man ja so sehen, und dann eben auch persönlich hat, weil letzten Endes muss man ja immer erkennen, es gibt viele Marketingstrategien und Wege und nicht jede Strategie, jeder Weg funktioniert für jeden gleich. Ist ja klar. Ja. Ja, sonst hätte ja jeder irgendwie die gleiche Musik in seinem Werbespot und den gleichen Sprecher und die gleiche Farbgestaltung und hast nicht gesehen. Ne? Also um jetzt nur ein paar ganz wenige Details zu nennen. Ne? Und so ist es ja letzten Endes in unserer Branche dann auch. Ne? Ja, wobei ich da tatsächlich den Eindruck habe, dass gerade die, also ich bin Folge ja vielen amerikanischen, wie nennt man die, Edutainern. So, ich würde mich auch als Edutainer, ich gebe dir Informationen, ich unterhalte dich auch. Und Leute, die Tutorials anbieten und diese ganzen amerikanischen, sei es Joe Gilder eben, der auch für Studio One arbeitet, aber eben auch seine eigenen Kanäle hat mit Home Recording, Home Studio Corner und mit Recording Revolution und so weiter. Oder eben... David Glenn zum Beispiel, den wir jetzt gerade im Premium-Bereich haben und so weiter. Und ich folge denen allen auch in ihren Newslettern. Und da ist das ganz groß. Die haben alle dasselbe Marketingbuch gelesen. Also da kommt ein Kurs raus und dann ist der für 6 Tage reduziert und mit dem Bonus und dann kurz vor knapp wird nochmal, ich weise dich nochmal drauf hin, du wirst über eine Woche mit Mails zu bombardiert, die ständig diese Verknappung machen und die Zeit läuft ab, nur noch dann zu diesem Preis. Ich weiß nicht, ob ich das jemals noch zu diesem günstigen Preis raushaue und natürlich 4 Wochen später wieder und so weiter. Ne? Und wenn du dem mal etwas länger folgst, dann fallen dir diese Mechanismen automatisch auf. Das ist also nicht nur im Mastering-Bereich so, auch im Edutainment-Bereich und so weiter. Ich versuche mich da mal rauszunehmen, was zur Folge hat, dass ich wahrscheinlich weniger Umsatz mache als alle anderen. Ne? Auf der anderen Seite bin ich aber für mich frei, dass ich nicht jeden Tag irgendwie 27 Mails vorbereiten muss, die jetzt in den nächsten 48 Stunden rausgehen und dem potenziellen Kunden vorgaukeln, hey, hier ist eine künstliche Verknappung. Es gibt bei digitalen Produkten, es gibt keine künstliche Verknappung, tut mir leid. Ja, doch, eine künstliche schon. Ja, eine künstliche schon, aber keine echte. Ne? Also es ist nicht so wie bei meiner Frau, die, Stoff verkauft und wenn die Stoffballen runter sind, dann sind die leer, dann gibt es die auch nicht mehr zu dem Preis. Ne? Und dann wurde dann sagen, also man kann es reduzieren, wenn ihr Leute darauf jetzt geeicht seid, da draußen in dieser Welt, nehmt es nicht ganz so übel irgendwie, das ist die haben alle dasselbe Marketingbuch gelesen und ich versuche das, wie gesagt, für mich möglichst zu vermeiden, darüber zu arbeiten. Ja, das, was wir jetzt machen, ist ja letzten Endes auch Marketing. Ja, habe ich schon über den Premium-Bereich gesprochen? Nee. Ja, siehst du?
Mitglied werden. Ja, ist ja auch Marketing, ne? Aber nicht künstlich verknappt. Wir lassen jeden rein, ja, der Lust hat, dabei zu sein. So. Ihr müsst das mal so sehen. Das ist der letzte Podcast für die nächsten 2 Wochen. So muss man es mal sehen. Ey. Künstlich verknappt. Und wir haben uns jetzt 3 Wochen gar nicht gesehen. Ja, ich werde verrückt irgendwie. Was kommt denn als nächstes? Als nächstes kommt zum Beispiel, bei Plugins gibt es das ja auch ganz oft. Und da jetzt schlage ich mal einen schönen Bogen zu unserer neuen Rubrik. Nicht die neue Rubrik. Die ist so, neu ist sie ja gar nicht mehr. Aber schön. Aber zu unserer schönen Rubrik. Denn auch bei Plugins wird natürlich künstlich reduziert, Preis jetzt nur eine Woche lang, ja, und dann musst du nur noch 4 Wochen warten, dann gibt es das wieder den Preis und so weiter. Aber das, worüber wir sprechen wollen heute, das gibt es schon lange und vor allem ursprünglich als Hardware. Ja, ich meine, gut, das gibt's ja, ist ja häufig der Fall, aber wir reden heute nicht über einen fancy analogen Equalizer mit Tubes und irgendwas, sondern wir reden über... Der den Charakter bringt oder so. Genau. Wir haben ein ganz rein praktisches Hilfsmittel, das von einem gewissen Ruben Tilgner entwickelt wurde. Gar nicht so weit von hier tatsächlich. Genau, ne? Tatsächlich, der für die Firma SPL arbeitete und der irgendwann die Idee hatte, einen Transient Designer zu bauen. Genau, und ich glaube, viele werden das Gerät wahrscheinlich nicht kennen, ja, aber alle, die, sagen wir mal, vielleicht älter als 40 sind und schon mal irgendwie auch sich mit FOH beschäftigt haben, Eine Zeit lang war es der Shit. Das war, genau, hatte jeder. Mixen, ja. Jeder hatte so ein 19-Zoll-Ding mit 4 Kanälen dann im Rack. Für die Drums auf jeden Fall, genau. Bassdrum, Snare oder wie auch immer. Der Transient Designer, und es gibt ihn als Plugin, ja, vermutlich auch in hunderten Kreationen. Und ich glaube, der Ritterschlag ist doch, wenn du dir was ausdenkst, wie den Transient Designer, ja, und der dann quasi als Stock-Plugins in DAWs reinwandert. Also die Idee, ja, dann quasi auch in Stock-Plugins umgesetzt wird. Und das ist ja der Fall tatsächlich. Gibt es denn einen Transient Designer als Stock-Plugin? Also in Logic gibt es auf jeden Fall den heißt der in Logic Envelope Shaper oder heißt der in Studio One Envelope Shaper? Weiß ich nicht genau. In Logic gibt es auf jeden Fall einen Transient Designer. Ja. Der heißt halt nicht so, der heißt anders. Ich glaube, ja, der heißt Enveloper oder Envelope Shaper oder sowas irgendwie. In Studio One bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber grundsätzlich, das ist ja auch so ein bisschen, du hast ihn ja benutzt jetzt gerade. Das ist ja so die Historie auch. Ja. Ja, Ruben Tilgner war bei SPL. Mhm. In den 90er Jahren war das, glaube ich, in der Anfang, ja, der 90er, ja, oder so. Ja, genau. Nagelt mich nicht fest. Und hat den Transient Designer dort erfunden. Und mittlerweile gibt es ihn original. Wir sprechen ja auch immer davon, zum Beispiel Universal Audio hat ja die Rechte an LA2A, weiß ich nicht. Ne? Ja, weil Bill Putnam die damals gebaut hat. Genau. Bei Waves und anderen heißt er dann eben nicht LA2A, sondern, weiß ich nicht, ne? Opto, ja, irgendwas. Ja, wie auch immer. Keine Opto Ahnung. 2, ja, weiß ich nicht. Und so ist es ja hier in dem Fall auch. Plugin Alliance, ich schätze mal, dass Brandworks dahinter steckt, ja, hat ja den SPL Transient Designer Plus, heißt er, glaube ich, dann, als Plugin drin. Kostet gar nicht viel Kohle. Ist aber auch gewissermaßen so ein Tool, was natürlich jetzt auch weit weg von sexy ist. Es ist halt ein Hilfsmittel. Ist ein Hilfsmittel. Und wie du schon sagst, es gibt mittlerweile ganz viele Weiterentwicklungen, ja, oder weitergedachte. Ja, gerade in den letzten Konzepte. 2 Jahren. Extrem, ja, ne? Aber gibt ja auch den Spiff von Oak Sound, wie auch immer. Das, ja, auch unsere Freunde von Noiseworks haben ja auch einen Transient, ich nenne es mal Multiband Transient Shaper, ja, sonst was irgendwie. Also, ja, also es gibt, weiß ich nicht, wie viele. Es gibt also alleine, ich besitze tatsächlich gar nicht so viele, aber ich weiß von sehr, sehr vielen. Aber ich mag halt dieses Tool, weil es letzten Endes, also das originale, ja, Plugin, erstens mal, ich besitze es, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, warum ich es besitze. Irgendwann wird die Plugin-Liste gerutscht. Nicht, wann ich es gekauft habe. Tatsächlich wundere ich mich immer wieder, es ist in meiner Liste. Und es ist halt einfach simpel. Ist eine, ne, Legende wie du, deswegen gehört das auch zu dir. Selbstverständlich, ja, das ist verankert mit mir. Ne, es ist da und macht halt das, was es soll. Ja. Du hast halt keine Möglichkeiten, irgendwas zu verändern. Dann sag doch noch mal eben, was es macht. Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, aber für denjenigen, der es vielleicht noch nicht, den oder diejenige, die es noch nicht kennen sollte, der SPL Transient Designer. Ich weiß, dass uns Leute zuhören, die nicht mit Audio täglich in Kontakt sind, ja, die uns einfach gerne zuhören. Ach so. Echt? Ja, die soll es auch geben. Unglaublich. Liebe geht raus an euch. Ja. Also ein Transient Designer ist im Prinzip, also der klassische SPL Transient Designer hat 2 Regler. Nämlich Attack und Sustain. Ja. Ne?
hoffentlich gibt es nicht noch einen Regler, den ich vergessen habe. Aber ich, der Klassiker hat zwei Regler. Attack und Sustain. Ja. So, und, Level gibt's noch, glaub ich. Es gibt, du kannst jeden Knopf nach links oder nach rechts drehen. Also ja. Mittelstellung ist neutral, ja. Links weniger, rechts mehr. Heißt, Attack nach links, weniger Attack, weniger Anschlag. Der Transient wird sozusagen verringert, ja. Ja, verkleinert. Gedämpft, könnte man sagen. Ja, oder der Initialimpuls, dreht, wenn man so nennen möchte. Der erste, genau, Impuls, wenn du dir vorstellst, der Stock haut auf die Trommel und dabei entsteht ein Impuls und danach kommt der Ton von der Trommel. Genau, man sieht das ja auch bei der Waveform, wenn man sich jetzt mal so eine Waveform anguckt oder halt ein Sample anschaut, zum, ja, Beispiel von der Bassdrum oder von der Snare, dann, ja, sieht man ja am Anfang einen sehr hohen Ausschlag, ja, der meistens nur so ein, wenn es jetzt mal Spike hat, ja, und, ja, dann halt kleiner wird, je nachdem, wie dann eben der Sustain von dem Instrument ist. Aber du hast diesen ersten initialen Moment. Und wenn du halt den Attack-Regler nach rechts auf die positive Seite drehst, dann erhöhst du diesen Transienten. Ja. Dann, machst ihn noch hörbarer quasi. Genau. Noch lauter, ja, kann man einfach sagen. Ja, ne? Wahrscheinlich. Und Sustain bedeutet dann eben nach diesem Transienten gibt es einen Sustain. Sustain könnte man mit Ausklang. Ausklang oder auch Fläche, ne, ja, Körper des Klangs, wie auch immer, beschreiben. Und man oder kennt das Schwingen, ja, des Fels, Sustain-Pedal. Ja, ja, wenn du dir das, ne, Schwingen des Fells vorstellst, du schlägst es an, das ist der Attack, und wenn das Fell dann noch schwingt und die Trommel weiter vor sich hinschwingt, ja, das ist der Sustain, der Nachklang. Genau, ja, und da gibt es auch wieder eine positive und negative Seite. Ja. Ne, wenn du jetzt weniger Sustain willst, dann wird das Signal insgesamt eben trockener, kürzer. Ja, ne? Knackiger. Das kann manchmal super, super hilfreich sein, eben um zum Beispiel eine Bassdrum zu verkürzen, ja, in einem gewissen Beat. Wenn du, ja, zum Beispiel so ein, sag jetzt mal ganz klassisch, auch im Schlagerbereich oder auch im elektronischen Bereich, wo du dann so Offbeat besser hast, ja, ne? Ja. Ba, 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 ba. Und du hast jetzt ein Kick-Sample oder eine Kick, die halt ein bisschen länger schmiert ist. Da rein, genau. Genau, die dann eben das so ein bisschen zuschmiert, dann kannst du darüber gehen und einfach das Sustain verringern. Genau. Oder wenn man eine Bassdrum hat, wie du so eine hast, die von hier bis übermorgen nachschwingt, dann drückst du drauf. Boom. Das liegt aber auch viel an meinem. Ja, es kann vielleicht auch der Raum sein. Ja, okay, alles klar. Aber das war wirklich schon sehr beeindruckend, was deine Bassdrum war. Ja. Auch im großen Studio übrigens. Das stimmt, das stimmt. Die war auch in, beim Vincent auch. Ja. Wir brauchen dann noch eine Decke. Aber Transienten gibt es eben nicht nur bei Trommeln, sondern, ja, wenn du zum Beispiel bei Sprache, wenn du Stopplaute hast, wie ein T zum Beispiel oder ein K oder so, das sind auch starke Transienten, die durchaus, genau, rüberkommen können. Mhm. Und tatsächlich ist das auch ein Szenario, wo ich oft Transient-Designer auch einsetze. Ja, oder Vocals, eine funky Gitarre. Ja. Tick, 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 genau, tick, tick. Also da kann man schon echt vieles mit machen. Ich habe ja im Rahmen des Adventskalenders diesen, wie hast du es genannt, feinste Höhen. Ja, genau. Irgendwas. Das zweitbeste Video im Adventskalender. Was ist, ja, was hat es denn überholt? Tut mir leid. Ah, echt jetzt? Ja, der Livestream von Cubase war noch stärker. Oh, Cubase auch noch. Nein, alles gut. Da habe ich das ja gezeigt und da habe ich ja, für alle, die das nicht gesehen haben, müsst ihr das auf jeden Fall nochmal gucken. Ja. Ja, ein fantastisches Video. Ja, vor allem also, der Präsentator, frisch frisiert, wunderbar am Bild. Ich glaube, ich war extra beim Friseur. Ja. Es ist ein paralleler Kanal, da wird das Signal, in dem Fall der ganze Mix, hingeschickt. Ja. So, da kommt da Fresh Air drauf, ja, oder etwas anderes, eben ein Exciter, der, mhm, sehr, sehr viel in den frische Höhen, ja, nochmal reinbringt. Dann EQ, der alles unter einem gewissen Bereich, unter 6, 7, 8, 9, 10 Kilohertz abschneidet. Und dann Limiter oder Kompressor, der dann eben die Peaks abfängt. Aber, ja, wenn man jetzt sagt, das reicht eigentlich, wir sitzen hier gerade vor einer Session, der Jonas ist nämlich reingeplatzt, hier mitten in die Arbeit. Das ist ein Track, also elektronische Musik, und der hat insgesamt nicht so viele Höhen, nicht so viel Brillanz, mhm, und nicht so viel frische Klarheit, ja, aber eine laute Hi-Hat. Okay. Die halt immer so sehr, sehr. Wo der Stock auf dem sozusagen Becken der stark Sound zu hören, genau, wäre. Ne? Also, es ist, ja, ist natürlich kein echtes Schlagzeug, aber genau. Und wollte aber insgesamt halt dieses Hauchige, dieses Frische reinbringen. Es hat aber nicht geklappt. Also, auch mit dem Limiter auf, weiß ich nicht, wie viel Gain Reduction. Ja. Und da habe ich tatsächlich einfach den Good Old SPL Transient Designer draufgeschmissen und, ja, habe halt Attack rausgedreht, ja, und Sustain ein bisschen rein, sodass es eben, man könnte jetzt, wenn man es jetzt so läuft, wenn man denkt, ah, klingt sehr schmierig, ja, also verschmiert die aber Höhen. Aber ist ja parallel da bearbeitet. Genau, ist parallel, ja, darunter. Das heißt, die Höhen haben jetzt sozusagen einfach ein kleines bisschen mehr, ja, mehr Sustain, eben mehr Klang, ja, ne? Sind nicht aufdringlich und insgesamt ist alles halt so ein bisschen heller. Es wirkt alles heller, ja, ein bisschen freundlicher, ein bisschen offener. Ja.
Und dafür habe ich halt den uralten Transient-Designer benutzt. Na klar, es gibt so viele andere Tools mittlerweile, die auch frequenzspezifisch arbeiten. Und da sind wir wieder bei Ruben Tilgner. Ja. Elysia. Ja. Mittlerweile Ruben Tilgner ist ja mittlerweile ist der Gründer von Elysia Audio, wo wir übrigens demnächst auch einen Termin haben werden. Genau, wir dürfen vorbeikommen. In Nettetal. Uns in Nettetal, das Nettetal mal anschauen können. Boah, katak. Ja, und der hat ja eine Weiterentwicklung vom Transient Designer gemacht, nämlich der Envelope. Ja. Als 19 Zoll Gerät und ich glaube auch als 500er Dings. Ja, 500er. Ja, und ich glaube auch als Plugin, wenn mich nicht alles falsch. Okay. Und das ist sozusagen eine Weiterentwicklung, die dann viel, viel mehr Features noch mitbringt, aber vor allem eben frequenzspezifisch arbeitet. Ne? Das ist natürlich jetzt im Mastering würde ich jetzt den SPL Transient Designer, den alten, mir natürlich nicht jetzt auf ein ganzes Stereo-Mix draufhauen, weil nee, da schwierig. Ja. Ne? Ja, aber parallel, wie du es gerade beschrieben hast, einfach ein wunderbares Mittel, um das Ganze nochmal ein bisschen. Man muss ja nur wissen, wie man zum Ziel kommt. Hinterher fragt ja keiner mehr, wie du hingekommen bist. Hauptsache, es kommt das Ergebnis raus, was du haben wolltest. Von daher ist das ja vollkommen legitim. Ich benutze den auch immer mal wieder, weil speziell bei Drums, wenn es vorne einfach zu knackig ist, kann man es ein bisschen runder machen an der Stelle. Oder bei funky Gitarren, auch wenn die ein bisschen zu sehr durchknacken oder so, dann nehme ich auch gerne mal Tech raus. Ich mache das auch bei Vocals, wenn die halt sehr, sehr auch, sagen wir mal, hart gesungen oder auch, sagen wir mal, vielleicht ein Mikro, was eher so ein bisschen obere Mitten auch überrepräsentiert, so typisch Rode NT1A zum Beispiel, ne? Wo du so sehr so einen zerbrechlichen, aber irgendwie auch sehr aufdringlichen Klang hast, ne? Da hilft auch einfach mal der gute alte Transient Designer ein bisschen Attack rausdrehen und schon hast du insgesamt einen etwas runderen Klang, ohne da jetzt irgendwie großartig. Klar, jetzt könnte man auch einen dynamischen EQ machen oder weiß ich nicht. Wie du schon gesagt hast, der Weg ist egal. Der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist im Weg. Nee, wie war das? auf dem Weg ist das. Ja, es muss gut klingen am Ende des Tages. Ja, es gibt natürlich viele Wege, aber das ist halt einfach so ein Ding: schmeißt du drauf, du hast zwei Regler. Und fertig. Ne? Und fertig, genau. Also einfach ein praktisches Tool. Da kann man mit arbeiten und für mich wirklich auch so ein Tool, gerade heute, vor wenigen Minuten, noch ein, nicht ein Retter, aber ein Erleichterer meiner Arbeit. Ja, wieso? Zwei Regler, eben gedreht, fertig, weiterziehen. Bitteschön, genau. Nicht lange aufhalten. Du kannst natürlich stundenlang drüber nachdenken, wie du noch dazu hinkommen kannst. Oder kannst ja auch aus 48 Multiband-Equalizern einen Zug nachbauen. Kannst du alles machen, wenn du die Zeit hast. Selbstverständlich. Ich nicht. Ich gehe dann gerne auf Kehle, wie man so schön sagt. Ja, ich ne? Also, soll mal noch Zeit haben, Kaffee zu trinken. Genau, apropos, wir müssen hier nochmal nachfüllen. Und damit wir das offline machen können, ja, das können ist der letzte Kaffee, den wir heute zusammen trinken werden. Ne? So viel auf jeden Fall. Also wir zumindest. Du kannst ja noch einen Kaffee trinken, wenn du hier fertig bist mit der Folge. Wahrscheinlich haben die meisten das sowieso zum Frühstück gehört. Ja, genau. Von daher, wenn ihr Vorschläge haben solltet, wenn du Vorschläge haben solltest für ein weiteres Plugin, was dich vielleicht interessiert, ob wir das eigentlich ständig im Einsatz haben, schreib es gerne unten in die Kommentare oder per Mail an info@dawversteher.de. DAW minus oder DAW Versteher, ein Wort, kannst du dir aussuchen, wie du das machst. Ich muss jetzt gleich auch nach Hause, weil meine Homepage zieht im nächsten Monat um. Oh. Zumindest habe ich das geplant, weil die muss schneller werden. Also brauche ich einen Serverwechsel. Da wird es noch richtig spannend werden im nächsten Monat. Da habe ich noch einiges vor der Brust. Aber das Ergebnis wird sein, dass meine Seite ratzefatz so schnell lädt wie alle anderen auch. Immer aus. Ja, irgendwann muss man auch mal umziehen. Ne? Ja, genau. Als ich 18 wurde, wollte ich auch eine eigene Wohnung, aber meine Mutter wollte nicht ausziehen. Na, <gut. lacht> Den hätte ich kommen sehen. Ja, der Nachteil, den musste ich bringen. Aber das ist nicht der Endspruch. Also von daher kann ich euch gar nicht sagen. Wir verabschieden uns natürlich trotzdem von euch und wir sehen uns in 14 Tagen und hören uns in 14 Tagen wieder hier. Genau, ich freue mich wieder sehr, den lieben Jonas dann wieder begrüßen zu dürfen. Habt eine schöne Zeit und wir sehen uns in 2 Wochen wieder und hören uns wieder, wenn der liebe Jonas Folgendes auf Südafrikanisch sagt. Nee, auf Deutsch. Woran merkt man, dass es Sommer wird? Der Regen wird wärmer. So, in dem Sinne, lasst euch gut gehen. Ciao. Tauwetter für Dicke. I love it. So, Käffchen? Käffchen. Lecker. Käffchen? Jo, lecker.